Hast du noch ein paar neue Lügen auf Lager, oder? Egal, was Marie dir erzählt hat, sie ist nach Wiesenkirchen gekommen, um an das Erbe von Basti zu kommen. Ich hab doch gesagt, ich hab mich geändert. Das zwischen dir und mir, das meine ich wirklich ernst. In Bad Tölz ist eine Frau festgenommen worden, die versucht hat, mit Doros EC-Karte Geld abzuheben. Was, Doro? Konnte Thomas mir nicht sagen. Die Kollegen in Tölz haben ihm keine Informationen gegeben. Und ein Foto scheint es auch nicht zu geben. Doro ist gefunden worden. Wirklich? Nein, passt schon. Ich würde mit Hannah reden. Alles klar. Kannst du mir das Foto aufs Handy schicken? Okay, mach ich. Danke nochmal. Ist nicht doch. Es tut mir leid. Wenigstens weiß ich jetzt, woran ich bin. Die Polizei wird mir gleich noch ein Foto von der Frau schicken, die sie festgenommen haben. Sieht dir wirklich sehr ähnlich. Aber das ist definitiv nicht Doro. Nein, das ist sie nicht. Aber wie ist die Frau denn an die EC-Karte gekommen? Das konnte die Polizei mir auch nicht sagen. Die Frau verweigert jede Aussage. Wie geht's dir jetzt? Keine Ahnung. Ich muss los, ich muss Hannah Bescheid sagen. Ach Gott, die Arme. Als ich sie eben getroffen habe, war sie total euphorisch. Sie gehofft hat, ihre Schwester wiedersehen zu können. Sie hat die ganze Zeit so gehofft, dass Doro noch lebt. Es wird nicht ganz leicht, ihr die Illusion zu nehmen. Aber besser, sie erfährt's von mir als von der Polizei. Möchtest du, dass ich mitkomme? Danke, aber das muss ich alleine machen. Dass Lukas nicht will, dass Hannah die Wahrheit von einem Fremden erfährt, beweist mal wieder, was für ein toller Mensch er ist. Hannah die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrer Schwester nehmen zu müssen, wird sicher nicht leicht. Hoffentlich mutet sich Lukas damit nicht zu viel zu. Ja, das ist, wenn Max Reichinger Schach spielt. Nee, das fand ich nicht die geilste Geschichte. Ich fand am besten, als ihr euch das Dance-Battle gegeben habt. Da habe ich wirklich gedacht, Leo und du bei der Geburt getrennt. Das war auch wirklich ernst. Ich weiß. Ich denke, es wird bald eine olympische Disziplin werden. Ja. Mag jemand noch was? Danke, nein. Total voll. Gut. Dann räume ich mal ein bisschen ab. Ich helfe euch. Ich helfe jetzt. Danke. Okay. Ich mach mich dann auch mal los. Nee. Wir trinken jetzt erstmal noch so 2 bis 15 Radler. Tja, entspann dich. Oder ein kleines Espresso einfach. Dann kann ich leider nicht mehr pennen. Nein, ich gehe wirklich los. Morgen müssen alle früh raus, Arbeit und so. Okay, aber schön, dass du da warst. Fand ich auch. Ich auch. Komm gut rein. Ja, danke. Ich bring dich noch zur Tür. Alles klar. Max? Ja. Es war so ein cooler Abend und wirklich, die Ablenkung hat mir sehr gut getan. Hey, ist doch selbstverständlich. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, wir haben immer ein kaltes Getränk, ein paar verkohlte Würstchen, ein offenes Ohr. Mhm. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja, ist doch selbstverständlich. Hannah, hey. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Gut, dass wir uns nur erwischt haben. Ich wollte auch gerade zu dir. Ich habe mit Thomas telefoniert, weil ich wissen wollte, was Neues gibt zu der Frau, die es festgenommen haben. Und er hat gesagt, dass ich die fragen soll. Was hat das zu bedeuten? Wollen wir das nicht lieber bei dir zu Hause in Ruhe besprechen?
Na? Wenn du was wusstest, möchte ich das jetzt hören. Lukas spuckt's aus. Bitte sag mal, dass das Doro ist. Das war meine Schwester, oder? Es tut mir leid. Aber ist denn das ganz sicher? Ich meine, vielleicht haben die sie an Tölz getäuscht und es kann noch auch passieren, oder? Das hier ist die Frau, die Doros EC-Karte benutzt hat. Noch hier. Ich dachte, du triffst dich mit deinen Freundinnen. Nee, den habe ich abgesagt. Was? Wieso? Weißt du, ich wollte einfach nicht, dass du heute von der Arbeit nach Hause kommst und dann hier ganz allein bist. Ich meine, es war ja schon alles ziemlich heftig in letzter Zeit. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen uns einen gemütlichen Mädelsabend, spielen ein bisschen, legen eine Gesichtsmaske auf und schauen einen kitschigen Film oder so. Ich wusste jetzt auch nicht genau, welche Spiele du magst, deswegen habe ich mal hier ein paar von einer Freundin ausgeliehen. Und weil ich absolut keine Ahnung habe, welcher Hauttyp du eigentlich bist, habe ich... Emma, stopp. Ich finde es wirklich super süß von dir, aber ich komme klar. Ganz ehrlich. Mach ruhig was mit deinen Girls, ja? Ich mache aber echt gern was mit dir. Und du bist schließlich auch für mich da gewesen, als meine Mutter ins Krankenhaus und dann zur Kur musste. Und jetzt will ich halt auch mal was für dich tun. Und... Ich weiß, du tust immer so tough, so als ob dich nichts umhauen könnte, aber ich weiß, dass das alles ziemlich krass ist in letzter Zeit. Emma. Du sagst doch immer zu mir, dass ich mir keine Sorgen machen soll, weil ich nicht allein bin. Und ich finde, das gilt auch für dich. Gut, ich warne vor, ich bin Kniffelprofi. Abwarten. Ja, war doch eigentlich ganz nett heute Abend, oder? Mhm. Aber ich bin echt froh, dass wir Sarah ein bisschen ablenken konnten, nachdem was sie gerade alles durchmacht. Pff, Fabians Tablettensucht ist das eine, aber dass er sie die ganze Zeit angelogen hat, nachdem was sie durchgemacht haben, das ist echt krass. Sag mal, hast du es ihr gesagt? Was meinst du? Naja, das, was Alexandra über mich erzählt, warum ich angeblich nach Wiesenkirchen gekommen bin. Quatsch, natürlich nicht. Wieso sollte ich? Naja, ich dachte halt, weil ihr beide befreundet seid. Weißt du, das ganze Dorf zerreißt sich schon das Maul über mich. Es wäre halt echt uncool, wenn so ein Gerücht jetzt auch noch die Runde macht. Marie, Sarah ist wirklich keine Tratschtante, auch wenn du das anders siehst, aber sie ist echt in Ordnung. Ja. Ja, ich kann schon verstehen, dass du es irgendwie blöd findest, dass ich mit ihr befreundet bin, nachdem wir was miteinander hatten, aber vielleicht schafft ihr es ja trotzdem, euch irgendwie anzufreunden und ein bisschen mehr miteinander zu unternehmen oder so. Sehr schön. Ja, wird schon werden. Gut. Hanna hat es wohl nicht so gut aufgefasst. Das war hart. Hanna ist zusammengebrochen. Fast wie nach dem Lawinenunglück. Ich habe ja versucht, sie zu bremsen, damit sie sich nicht zu große Hoffnungen macht. War leider nicht so erfolgreich. Hanna fühlt sich, als hätte sie ihre Schwester zum zweiten Mal verloren. Lukas, es ist nicht deine Schuld, dass Hanna sich da so reingesteigert hat.
Und es ist gut, dass du ihr die Nachricht überbracht hast. Du hast Doro genauso geliebt wie sie. Wie geht's dir eigentlich damit? Ich habe ja damit eigentlich schon gerechnet. Dass Doro wirklich leben würde, da habe ich ja nicht wirklich dran geglaubt. Also, alles gut. Schau mich nicht so an, mir geht's gut. Ist wirklich alles okay.